auf Montana Black 88 angelehnt. Aha! Ein riesiges Paket. Und Digga, ganz ehrlich, ich bin ehrlich zu euch, wir haben schon ein bisschen was daraus gegessen. Wir haben immer mal wieder daraus gegessen, Leute. Ich habe ein riesiges Paket von... No Werbung. Irgendwo ja schon Werbung. Ich werde dafür nicht bezahlt. Sugar Dad bekommen. Und hier ist geisteskrank viel drin, Digga. Hier ist so viel drin, meine Freunde. Ey, ich schwöre. Das sind locker 20 Kilo hier, Alter. Das ist richtig schwer. Das waren 3 Pakete. Ich habe jetzt alles in eins gepackt. Bisschen was, muss ich gestehen, habe ich schon probiert, Leute. Ja, Digga, ich würde sagen, also wir fangen einfach mal an, oder? Nö. Also ich mag ja Süßigkeiten und so. Pass auf, wir fangen hiermit an, Leute. Das ist komplett japanisch, ist es, glaube ich, drauf. Keine Ahnung, ich kann ja kein Japanisch. Digga, ich esse das jetzt einfach. Ganz ehrlich, Alter. Bald siehst du aus wie ihr Vibe. Hört mal auf, ich war schon mal Sport, ich bitte euch. Oh, guck mal hier, hier ist so ein ganz kleiner Verschluss. Hier, seht ihr das? Wir tryen einfach mal aus, Leute. Das ist ein Gummibärchen, Digga. Digga, was ist das denn? Check mal. Ihr seht es auf jeden Fall, ist ein Gummibärchen, Digga. Fokus will nicht, keine Ahnung. Bah, Digga. Digga, stellt euch mal vor, ihr habt Schwimmbadgeschmack, Digga. Wisst ihr, wie das schmeckt? Sagen wir einfach, es schmeckt wie Haut mit Chlor. Absolut eklig, Digga. Lass uns weitermachen. Space Raiders. Spicy, okay. Flavor Cosmic Corn Snacks. Hä? Das schmeckt original einfach nach Gewürz mit Luft. Nee, Digga. Nee. Wer ist er denn, Digga? Wollen wir Luftkopf probieren? Eins in den Chat, wenn ihr Luftkopf sehen wollt. Eins in den Chat, ich sehe eine Menge Eins und wir probieren den Luftkopf. Erstmal ein riesiges Dankeschön an Sugar Dad, by the way. Okay. Oh, Digga. Ui, Memo, guck mal. Verschiedene Farben, Memo, ui. Also, Bro, ich sag mal so. Damn, Bro. Oh, die Roten sind ja anders wild. Mmh. Boah, Oh, Digga. Bah! Hä? Das war doch eben noch voll lecker. Cherry Pineapple Blast. Also, ich wollte eben, ich hätte dafür eine 9 von 10 gegeben, aber, Digga, da ich gerade fast erstickt bin, gehe ich auf eine 7 von 10 runter. Wir machen weiter. Kit Kat Pumpkin Pie, Digga. Kürbiskuchen Kit Kat. Bro, wie sieht er denn aus? Digga, da ist ja. Was ist er denn? Digga, das sieht wirklich aus, das sieht einfach, das riecht nach Schimmel. Oh, Digga. Oh, 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 Digga. Oh, Digga. Oh, Junge. Oh, Bro. Aber ganz, ganz böse, Alter. Der ist ja mal ganz, ganz eklig, Alter. Aus welchem Land sind die, Digga? Ich weiß nicht mal, ob die legal in irgendeinem Land sind. Digga, nee, also sorry. Wir machen hiermit weiter. Fruit Roll-Ups, Digga. Also die waren eine 3 von 10. Die waren wirklich eklig, Alter. Die haben so geschmeckt, wie sie aussehen. Was ist das denn? Was ist das? Hä? Das kann ich doch nicht essen. Digga, das ist zum Folieren vom Auto, Alter. Bro, ich beiß das da rein, wa? Nee, Bro, also sorry. Sorry, Digga. Bin ich raus, ist nicht meins. Ey, darauf freue ich mich. Candy Cotton, Dr. Pepper. Wir tryen, wir gehen rein. Ich mag Dr. Pepper persönlich tatsächlich. Einfach Zuckerwatte, Digga. Okay, Achtung. Nicht köstlich. Ah, chillig. Chillig, ein Embryo. Chillig. Einfach mal die Lunge von einem Raucher. Kennt ihr das, Leute? Ich hab jetzt mal eins in den Chat. Wer als Kind auch mal im Dachgeschoss, kennt ihr doch, diese leckere gelbe Wolle, diese Glaswolle. Eins in den Chat, wer die immer gegessen hat. Oh. Bro, Bro, der ist wild. Das ist sau lecker, Digga. Das schmeckt nicht so nach dieser Dr. Pepper Cola. Einfach nur süß, aber echt nice. Ich will was richtig Saures essen, Digga. Ich mag ja gar keine sauren Sachen. Oh, hier. Reggie Chips, Leute. Die essen wir später auch noch. Has a Doozly Sour Candy. Komm. Ach, das ist so eine Verpackung, damit dumme Kinder das nicht aufbekommen. Ja, Digga, und ich krieg's nicht auf. Meint ihr, die sind sauer? So schlimm können die nicht sein. Oh mein Gott, Digga, was ist das? Okay, wir gehen rein. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, ich hab einen Schlaganfall, glaube ich. Oh. Ich fühle mich schlecht. Digga. Nee, ist super. Da würde ich eine 10 von 10 von geben. Und sauer sind die nicht. Wir sind wirklich nicht sauer. Oh, Digga. Snowballs. Hallo. Coconut and Marshmallow. Covered Chocolate Cake with Creamy Filling. Das klingt wild. Ui, guck mal hier. Bello.
Das innen drin ist lecker. Also, Digga, ich kann da jetzt auch nicht zu sagen, weiß ich nicht. Ganz verwirrend. Es war eine Achterbahnfahrt. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wir haben so angefangen, sind so runtergefahren. Okay, Pringles mit Dillpickel. Boah, Digga. Oh Gott. Oh, oh Gott. Bah, Digga! Bah, Junge, das ist so eklig. Ich schwöre, das ist wirklich das Ekligste, was ich jemals gegessen habe. Ganz, ganz schlimm, Digga. Darauf wird erstmal eine Pizza, Digga. Rein geht's. Das schmeckt sauer und so richtig beißend. Es greift so richtig deine Geschmacksnerven an, Digga. Die sind lecker, aber die schmecken so ein bisschen wie diese Pizzastangen. Kennt ihr vielleicht? Oh, Yum Yum, Double Cream. Okay, wir gehen rein. Also, wir haben hier einmal drin quasi so Nutella-mäßig und eine Erdbeercreme. Ich sag's euch eins, Nutella wird ein Geschmackserlebnis, die Schokoladencreme. Sobald ich in diese Erdbeercreme reingehe, Digga, ich werd kotzen. Schokolade geht voll klar. Wir gehen in Erdbeer rein. Nee. Die waren leider auch nicht so lecker. Hier waren aber ein paar geile Sachen dabei. Alter, irgendwas von Pokémon. Keine Ahnung, was es ist. Das machen wir auf. Oh, was ist das? Ich habe Anpachi gezogen. Pokémon. Hä? Was ist das? Hä? Das riecht überlecker. Alter. Boah. Alter, Bro. Oh mein Gott. Bro, das ist überlecker. Was habe ich hier noch dabei? Hier ist noch irgendwas drin. Alter, die sind ja wirklich, wirklich lecker. Die sehen aus wie diese Koala-Keks, aber sind besser sogar. Oh. Chillig, Bro. Ne, saugeil. Boah, Digga. Also, die muss ich mir auch bewahren. Ganz, ganz krass. Kann ich gar nicht beschreiben. Die sind wie, wie so Cereals, wie so Müsli, so Schoko-Crispies, aber so anders. Also, einfach lecker. Digga, das ist auf jeden Fall bis jetzt der Gewinner. Chat, glaubt ihr, ich kotze davon? Seid ehrlich. Das kann ich doch nicht essen. Ist das Marzipan? Hä? Checkt mal. Guck mal, wie das aussieht. Ich werde es bereuen. Also wirklich viel zu süß, aber es ist nicht schlecht. Also wirklich, glaube ich, das Süßeste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gegessen habe. Ich weiß nicht, wie man schafft, etwas zu machen, was süßer als Zucker ist. Oh, Sour Big Chewy Nerds. Ihr habt eben schon gesehen, Leute, mir ist nicht zu sauer. Wir gehen rein. Boah, oh, Digga. Oh, oh. Alter, die sind geil. Richtige Süße. Ein Paket noch Kaubonbons, Leute. Auf jeden Fall Verlierer dieses Dings hier, absolut die hier. Gewinner die Pokémon-Dinger. Die werde ich mir heute im Stream reinziehen, Digga. Sehr, sehr viel Zucker halt, ne? Die Zuckerwatte war, by the way, auch ganz geil. Denk mal nicht, dass die schlimm sein werden, oder? So, geh mal auf hier, Bruder, komm. Okay, wart ihr schon mal? Ach, Digga, in so einem Laden, wo es so Soft-Airs, Shisha-Tabak, Parfüm, Haarspray und so, wie es da drin riecht, schmeckt es. Sehr, sehr künstlich, sehr, sehr intensiv, aber nicht schlecht.